Großer Auftrieb in den Straßen von Pamplona. 5 Kampfstiere und einige andere Rinder rasen über das Kopfsteinpflaster der nordspanischen Stadt. Und tausende Menschen rennen mit. Es ist die Zeit des jährlichen San Fermin-Festes mit seiner berühmten Stierhatz. Das war heute ein tolles Rennen, weil die Herde in 2 Teilen kam. So konnten wir die Bullen mehrfach fangen. Für mich lief alles gut. Es ist sehr, sehr schnell, so viele Leute. Und es ging viel schneller, als ich erwartet hatte. Echt verrückt. Ein Riesenspaß. Es ist cool. 5 Verletzte müssen nach dem Eröffnungsrennen des 9-tägigen Festes ins Krankenhaus. Ein 52-jähriger Spanier wird in der Leistengegend aufgespießt. Seine Verletzung ist nach Angaben der Behörden aber nicht schwerwiegend. Das traditionelle San Fermin-Fest zieht jedes Jahr hunderttausende Besucher aus dem In- und Ausland an. Immer wieder gibt es bei der Stierhatz Verletzte und manchmal sogar Tote. Die Stadt droht dieses Jahr mit hohen Bußgeldern für Teilnehmer, welche die Benimmregeln verletzen.